Also ein wichtiges Projekt, das ich seit Jahren dran bin, das sind die interkulturellen Schriftbilder. Das ist eine Art soziale Plastik, die ganz viele verschiedene Menschen aus der halben Welt mitgestalten. Du hast immer im Sommer ist ein Workcamp, also wo sie drinnen gestalten und auch mit Schulkindern und mit Jugendlichen hier über die Umgebung Solothurn. Also die Schriftbilder sind eigentlich das gesamte Kunstwerk. Wir arbeiten auf kleinformatigen Leinwänden und das sind ganz viele verschiedene Sprachen, die hier zusammenkommen. Das ist Arabisch, das ist Persisch, Koreanisch, Japanisch, Spanisch, Deutsch natürlich, Englisch etc. etc. Und wenn man die Bilder alle zusammen aufhängt, dann gibt das nachher ein Riesenbild. Und mit dem Projekt Interkulturelle Schriftbilder haben wir die Begegnung mit ganz unterschiedlichen Leuten. Unterschiedliche Leute, die hier in Solothurn leben, um Solothurn, aber auch Leute aus der halben Welt eben nach Solothurn anreisen. Das Schriftbilderprojekt könnte auch ein Friedensprojekt sein. Oder? Wir arbeiten mit so vielen Nationen zusammen. Die unterschiedlichen Religionen, die zusammenkommen, die Leute, die zusammen wohnen, zusammen arbeiten hier im Atelier. Und das ist immer sehr eine gute Stimmung, eine ruhige Stimmung.